Dritte Folge, Gruß an euch. Willkommen wieder zurück zu World of Tanks. Wir spielen weiter. Und diesmal zeige ich euch ein ganz dickes Geschütz. Ja, nehmen wir den FV215B mit der 183mm Kanone. Ja, der T-30 war eine Niederlage, sehe ich gerade. War auch nicht anders zu erwarten. Mein Spielstil ist schlecht. Aber ich habe Hoffnung, es wird noch besser. So, jetzt muss er komischerweise suchen. Ist eigentlich unüblich, dass er zu dieser Jahreszeit 15 Sekunden so ja braucht. Naja. Ja. Bis jetzt fällt mir nur Tesla positiv auf. Aber die sind leider im Gegnerteam. Und die haben drei Jagdpanzer E100, was schon echt gefährlich ist. Weil die haben einen extrem hohen Alpha-Damage. Die können bis zu 1000 noch was Schaden machen. Gut, ich bin diesmal ein bisschen feige, ich spiele mit Gold. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Bei der Kiste hier, die ich jetzt fahre, ist das Gute wirklich nur die Kanone und wirklich nur, wenn sie geladen ist. Ansonsten, ja, Mobilität ist Durchschnitt. Panzerung ist vergleichbar mit dem Waffenträger auf E100. Obwohl hier mehr Bouncen tut am Turm. Wanne ist ja noch schlechter als die beim Jagdpanzer E100. Aber na gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ich werde jetzt hier das Beste rausholen. Volle Konzentration. Also 50%. Ich nehme mir gerade auf. Und dann sehen wir mal, was draus wird. In den folgenden Folgen wird es demnächst ein bisschen Zuwachs hier mit in die Let's Plays kommen. Da werde ich mir zwei Freunde schnappen. Ich werde sie natürlich fragen, ob sie mitspielen wollen. Und dann spielen wir hier zu dritt ein paar Folgen weiter. Und vielleicht kriege ich noch meinen Kommandanten dazu überredet, dass ich mal so ein Beutegefecht mit aufnehmen kann. Weil die Dinger sind hochinteressant. Da kann ich leider nicht so viel reden. Beziehungsweise eigentlich doch, weil ich benutze in TeamSpeak immer Push-to-Talk. Was mir erlaubt, dass wenn ich spreche, dass mich die anderen nicht unbedingt hören müssen. Ja, hier passiert nichts. Hier sieht auch schon wieder sehr mau aus hier. Wo sind die denn alle? Wir haben schon wieder eine IS-7 verloren, sehe ich gerade. Ja. Problem ist immer, die Jagdpanzer sind neuerdings sehr leicht aufzudecken. Deswegen ich der Meinung bin, dass sie so leuchten können wie ein Weihnachtsbaum. Da, guck dir den an. Der steht da schon bereitwillig da und der braucht eine Schelle. Oh, und der hat eine Schelle gekriegt. Sauber. Na ja, gut. War jetzt ein Kick-Kunststück, ne? Ach, der wird sich bestimmt wundern. Ja, ja, wir schießen hier mit Atomraketen. Oh, der nächste. Sehr schön. Aber ich habe noch 4 Sekunden. Oh, guck dir das an. Ja gut, eine 623er Schelle. Muss ich mit leben. Mist, da ist der T-34. Aber der lebt auch nicht mehr lange. Der wird jetzt richtig ins Feuer genommen. Der ist irgendwie tot. Sag ich doch. So, T-34. Entweder guckst du vor und lässt sie von mir nehmen, dann hast du sie hinter dir, oder du bleibst da und wirst vom T-62A begrüßt. Oh, da ist noch eine IS-7. Die kommt mir gerade recht. IS-7 neigen immer dazu, von mir one-shotted zu werden. Zumindest mit der Munition und mit der Kanone. Sehen wir mal, was passiert. Fahr noch ein Stück hervor, damit ich den auch, ja, besonders gut kriegen kann.
Oh, der fährt jetzt. Fährt er jetzt oben oder unten? Junger Mann, entscheiden Sie sich bitte. Kann sie sonst nicht erwischen. Ach, genau, Mensch. Wir machen es noch besser. Oh, der hatte gerade eine 800er Schelle gekriegt. So, wir machen mal aufmerksam auf den Medium hier. Weil. Ja, komm her, gib mir eine. Ne, nehme ich die auch eine. Ja, jetzt haben sie mich hier wieder. Ah, komm ich noch weg? Ich sag ja, der Panzer hält nicht aus. Und obwohl die nur mit AP schießen. Ich hab ja unten rechts. Unten links, Entschuldigung, pardon. Meine Liste. Ich weiß jetzt nicht, ob es verboten ist oder nicht. Eigentlich sollte es nicht verboten sein. Weil es gibt ja keinen wirklichen Vorteil, meines Erachtens. So, da ist der Rheinmetall. Der ist ja auch nur Pappe. Den kriegen wir auch kaputt. Ja, ich komme ja. Lad mal du deine 36 Sekunden noch nach. Oder 30 Sekunden. Und dann sehen wir weiter. Wo sind die drei Jagdpanzer E100? Die sind ja jetzt nur. Oh! Ja, okay, danke, dass du mir doch aufmerksam gemacht hast. Die Gute ist, die sind eh zu langsam, um zurückzukommen, wenn es schon zu spät ist. Werden wir ja denn sehen. Ich werde den IS-7 noch eine verticken. Ich hoffe für ihn, dass ich einen schönen von hinten kriege. Dann mache ich ihm einen Lauf. Mit einer schönen Hash-Granate. Hash heißt mit diesem Panzer hier die Granate Hochexplosiv Hash MK1. Ich glaube, die genauere Beschreibung werde ich euch dann noch zukommen lassen. Ich möchte, dass ihr den IS-7 aufdeckt. So, macht mal was. Ihr wisst doch, wie es funktioniert. Ja, der Ruh, der ist gut, der machtet. Ja. Oh, da ist der WT, da muss ich. Ja, WT ist auch ein gutes Ziel. Atom ist Butter. Oder hebe ich mir die Granate für den da auf? Oder für den da? Nee, den kriege ich nicht, also doch den anderen. Oh nein. Da haben sie mir ein WT weggenommen. Und deren WT lebt noch. Nee, Quatsch. Ach, jetzt habe ich mir ja völlig vertan. Mensch, deren WT ist kaputt, aber unser E4 ist weg. Nee, was? Ja, da muss ich nochmal nach mir fest prüfen. Ran jetzt da. Da lebt doch kaum noch was. Ja, sag ich ja. Ja, genau. Das heißt, da unten ist er. Ja, immer freundlich bleiben. Ach, der hat noch nicht mal mich gemeint. Dann fragen wir mal welche. Ich bin ein Bot. Ja. Der war nett. Ja, nee, bin Camper mit dem Panzer. Das hätte auch auf mich zurückspielen können. Gut. Ja. Ja, eine Folge versuchen wir noch alleine. Und je nachdem. Machen wir jetzt noch eine schnelle Runde.
Nehmen wir nicht den 1C diesmal, sondern den T1E6 und stürzen uns in den Tod. 5 Minuten sollten ja komplett ausreichen. Hab mich gerade gewundert, wo ist mein Ton hin? So, mit dem Zweier in einem Dreiergefecht, das geht eigentlich. Wir verziehen uns dann gleich auf den Berg und versuchen eine Schneise der Zerstörung zu hinterlassen. Sollte ja nicht schwer sein, auch wenn mich jetzt viele Spieler tadeln, warum ich zum Teufel in so kleine Matches spiele. Nun, ganz einfach, das macht einfach Spaß, Noobs zu killen. Diese Anfänger was beizubringen, ist natürlich zweitrangig. Meine Zeit als Ausbilder ist ja vorbei. Ich war ja mal ein hohes Tier, dann hatte ich eine große Pause gemacht gehabt. Und bin dann wieder in den gleichen Clan reingekommen. Dem vom Damage, die mich ja wieder mit Kusshand und Herzensgrüßen wieder aufgenommen haben, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Also die Leute von Damage, ich zieh meinen Hut vor euch. Ihr seid wirklich tough. Naja, die meisten zumindest. So, Support ist ja da. Danke dafür. Es ist nett, dass ihr mich begleitet. Wahrscheinlich bin ich denn euer Kanonenfutter. Und der BT-2 versucht da schon aufzuräumen. So, ich bin jetzt hier mit einem Magazinpanzer. Also ein Autoloader. Heißt, der feuert zwar schnell, hat aber auch nach den 5 Schüssen eine sehr lange Nachladezeit. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. So, und wer ihr unterstützt mich jetzt nicht. Ich decke nämlich für euch auf. Ich drück mal den hier, dann wissen sie Bescheid. Oh nein. Jawohl. Oh nein. Ich war zu schnell. Schade. Hätte ja klappen können. So. Das Geschehen sieht jetzt nicht besonders gut aus. Was machen die da oben überhaupt? Nee, nee, falsch. Daumen. Ach. Ja, genau. Stell dich da hin, da wirkst du am besten. Wie gesagt, Nupi-Fechte. Nee, nee, du musst schon weiter nach unten, mein Freund. Ah ja. Das sieht aber eigentlich momentan nicht schlecht aus, obwohl auf der anderen Seite beim T18, man kann ihn ja direkt einwählen. Ah, der hat es ja auch hingekriegt. T18 ist auch ein super Panzer. Gerade für Anfänger ist der sauber zu handhaben, weil für seine Stufe hat er eine relativ gute Frontpanzerung. Spielt sich also so ähnlich wie der T110 E3, der Stufe 10 Jagdpanzer der Amerikaner, zumindest einer davon. Weil, naja, starre Geschütz, wenig Platz zum Rumwedeln. Und ja, Mobilität ist je nach Stufe halt auch eher gering. Obwohl der T18 eigentlich relativ flott gerade ist. So. Na gut. Die Geschichte hat sich auch schon wieder verabschiedet. Wir haben das Ding gewonnen. Also für die Gegner hat sie sich verabschiedet. Schauen wir mal, was bei uns in der Garage los ist. Die 30 soll ja angeblich. Oder wartet eine Niederlage? Hier schauen wir mal ins Index. Ja, T30 müssen wir dann nochmal. Ja, das machen wir dann einfach in der nächsten Runde. Ich werde dann mich bald mal aufmachen und mir meine Freunde schnappen. Und dann sehen wir mal weiter. Bis dann.